Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nightmares. Hoffentlich diesmal mit Webcam. Ich weiß nicht, wo dran das Problem lag. Wenn man im Fenstermodus spielt, hat die Kamera einfach... Nicht im Fenstermodus, sondern im Vollbildmodus hat die Kamera einfach aufgehört aufzunehmen. Deswegen muss ich jetzt im Fenstermodus spielen. Finde ich ein bisschen doof, weil ich habe einen sehr kleinen Bildschirm. Und ich sehe nur noch jetzt der untere Batteriedingens da. Das könnte ein bisschen problematisch sein. Aber egal, ihr seht ja nachher in groß. Und wo kam ich bitte schon gerade raus? Ach da. Okay, das war ich nicht, ne? Wollte ich schon mal gesagt haben. Noch so ein Ding? Wow. Aha, ist nicht offen. Ich könnte mal eventuell ein bisschen lauter machen. So, okay. So ist gut, ich hole mir hier die Gas... Ne, was steht da? 606 Scheiße mit. Beschützt mich bestimmt vor allen möglichen Monstern. Hä? Hallo? Die ist einfach so zu. Okay. Verstehe. Muss ich vielleicht irgendeinen Schlüssel oder so? Warum ist da Blut dran? Und ich bin gerade eventuell, sehe ich ein bisschen bekackt aus und ein bisschen müde bin ich auf jeden Fall. Weil ich jetzt von der Klassenfahrt da zurückkam und die war so behindert. Man hat da kaum geschlafen. Zumindest die erste Nacht, weil danach bin ich in ein anderes Zimmer. Komischer Blitzgesplatter. Und da so viele wollten, dass ich Nightmares wieder aufnehmen, habe ich gedacht, hey, mache ich doch schnell. Und was hat der denn für Probleme? Sieht irgendwie leicht pervers aus, der Bilder. Und was soll er darstellen? Ein Kopf? Nö. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir gerne sagen. Doch, da... Nein. F. Okay, scheiße, jetzt ist es dunkel. Ist wieder aufgeladen? Ja. Ich glaube, das soll ein Kopf sein, da von oben. Der ist ein bisschen gesplittert. Kaputt gefreckt. Ah, da. Nö. Danger? Danger, danger? Macht da irgendwas an. Bin ich dumm? Da vielleicht? Ne. Hä? Keine Ahnung. Bin irgendwie doof gerade. Ist irgendwie so Geheimgang oder so? Hä? Ich bin dumm. Schon mal den Schrank da weg. Vielleicht ist dahinter irgendwas. Nö. Hätte der sein können. Ich weiß auch nicht mehr genau, was der gesagt hat. Irgendwas von Bewaffnen oder so? Keine Ahnung. Warum steht da die Flasche? Hat die sich aufgerichtet, ey. Okay, anscheinend muss man hier nirgendwo hin. Vielleicht bin ich einfach nur fail. Mach jetzt die Tür auf. Ist hier vielleicht irgendwie so ein super secret Eingang oder so? Ah, kann man da kaputt hauen? Nö. Macht eine komische Gesplitterungsgeräusche. WTF? Das war gruselig. Entweder bin ich gerade so hardcore gestolpert, dass ich schon kompletten Knöchel so ausgerenkt hat, dass er jetzt irgendwo in ganz woanders liegt. Oder ich bin einfach dumm. Hallo. Hä? Vielleicht wollen die auch, dass ich die ganze Zeit hier so hin und her renne. Ich gehe mal wieder zurück. Irgendwie ist hier mal so gar nichts. Oh oh. Ich hatte ja ganz vergessen, wie gruselig das ist. Hä? Was ist denn hier? Ist irgendwo verpasst? Bin ich irgendwie dumm oder so? Moment mal, kam ich denn gerade von hier? Hä? Hier sieht ja alles gleich aus. Bin ich jetzt im Kreis gelatscht? Nein. Ich weiß, ich bin im Kreis gelaufen, ne? Fail. Ja, könnte sein. Aber wo kam ich denn? Sorry, ich gerade so dumm bin, aber... von da kam ich doch, ne? Jetzt bin ich ja ganz verwirrt. Bin ich hier gerade verarscht? Nee, hä? Ich bin irgendwie dumm gerade. Mysteriös. Vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen. Aber da ist nichts hier aus, hat meine Taschenlampe gerade abfreckt. Und da komme ich definitiv nicht rein, ne? Nö.
Habe ich einen Schlüssel oder so übersehen? Da komme ich nicht weiter. Das geht nicht. Ach, ich war einfach nur gerade so hardcore verwirrt, dass ich gedacht habe, da wäre ein Weg und dann bin ich wieder zurückgelatscht. Hä, hier ist doch nichts. Mal genau umgucken, alles schön glotzen. Ist da was? Nein. Die wollen bestimmt so, dass man sich jetzt so voll konzentriert und so guckt so, ist da was? Und dann bäm, kriegt man so ein Vieh in die Fresse. Das wäre jetzt leicht scheiße. Ist da vielleicht ein Schlüssel oder sowas? Ich sehe nichts. Was war das denn? Nö, zwischen Halluzinationen, da fing ich schon mal gut an. Ich muss auch kurz den Schrank hier rausbringen, das ist ein bisschen dumm. Okay, ich bringe den Schrank nicht da raus. Noch viel dummerer. Hä? Kann man den Stuhl bewegen? Kann man das bewegen? Nö. Das kann man hochheben. Das kann man auch hochheben. Da ist nichts. Da kann man irgendwo drauf drücken. Da ist auch nichts. Doch hier. Oh fuck, jetzt ist die Taschenlampe wieder leer. Sorry, dass ich so dumm bin. Oh oh. Taschenlampe wieder voll. Ich seh's ja nicht. Aber hier ist doch nichts. Hm. Versteh ich. Wo war das denn? Wär ich hier rüber geschubbt, ey. Da ist nix. Ich kann da auch nirgendwo draufklicken. Magnetfeld. Starkes Magnetfeld. Versteh ich nicht. Hab ich denn irgendwie so... Oh, ich habe ja gar keine richtige Waffe mehr. Hm. Verstehe ich nicht. Ist echt mysteriös. Ich bin wahrscheinlich gerade extrem dumm, aber... Tut mir leid. Da ist auch nichts. Und das ist hier. An der ganzen Wand auch nichts. Hm. Komisch. An der Decke. Oh, ja, genau. Wie soll man das denn sehen? Oh, jetzt ist hier überall Licht. Was war das? Hat er da gerade geklopft? Oh! Was bist du denn für ein Spasti? Boah! Okay, da hat er jetzt wahrscheinlich gesehen, dass ich mich sehr erschreckt habe. Oder wow! Hä? Das sieht komisch aus. Boah, das war schlimm, da muss man aber schon sagen. Das war übertrieben. Hardcore. Schrecklich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Net nochmal aufsteht. Ih, was hat der denn da gemacht? Was ist das denn? Wow. Man macht das weg, das ist ekelhaft. Ekelhaft. Ja, genau. Hier ist... anscheinend nichts mehr, oder? Nö. Aber wo soll ich denn jetzt da Dinge da rein tun? Da rein kommt das schon mal nicht, ne? Hä? Vielleicht kommt das in den anderen Raum. Oh! Oh nein, wie dumm. Oh ja, genau. Ich bin Zombie. Warum habe ich mich gerade so hardcore erschreckt? Da habe ich mich noch mehr erschreckt wie eben bei dem anderen. Sieht man vielleicht an meinem Zucken. Ich bin so nicht der Typ, der einfach so voll Kanne losbrüllt. Ich mache meistens nur so... Oder... Nee! Oder so. Juckreiz. Komm ich immer. Weil ich habe hier gerade ganz dunkel. Und nur, warum leuchtet das so extrem? Wow, leucht. Und nur, wo kam die überhaupt her? Ich will den Satz zu Ende machen. Und nur, da. Der ist kaputt. Der kommt raus. So. Und nur. Was soll ich das eigentlich sagen? Also, genau, ich habe nur...
so ein ganz kleines Gammellicht an, sonst ist alles dunkel. Ah! Aha! Ist jetzt eher ungeil. Ja. Man könnte schon sagen, dass das... Wer ist denn das? Achso. Das Noki. Auch wenn er ein Bild von einer Frau da drin hat, was ich nicht verstehe. Vielleicht ist Noki eine Frau. Man weiß es nicht. Oh. Hallo? Wie duckt man sich denn nochmal? So. Buh. Hä? Oh nö. Nö. Und voll. Ich finde das gut, dass die Taschen aber so leer geht. Wenn das echt so wäre, dann lol. Wenn das in echt auch so wäre, dann bräuchte man nie wieder Lampen. Weil wird man einfach mit Taschenlampen in die Decke hängen. Warum? Was war das denn? Ist das jetzt so ein Japano-Schlampe oder was? Wow. Ja, und das war eine Anspielung auf Cold Mirror. Weil die so komisch japanisch geredet hat. Die tust du ja gerade so. Asiwashikawa, you cold drinks sind voll lecker. Oh, cool, da war ja gar nichts. Umsonst dumm geguckt. Soll ich rückwärts gehen? Nö, dann ist ja dann voll lame. Dann verpasse ich ja nur den Schrecken, ey. Da kommt die Rente jetzt vorbei. Da, ja, ha, das wusste ich. Und jetzt geht die Tür erst auf, ne? Nö, die geht gar nicht auf, Fell. Aber da war mir klar, dass die da so dumm vorbei rennt. Ja, das wusste ich. Ich weiß auch genau, welcher Schreck als nächstes kommt, nämlich... Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Und ich hätte mich auch nicht bewegt, außer dass ich zurückgelatscht wäre. Oh, was hat denn für ein Vieh? Oh, Hallo? Dein Kopf ist irgendwie kaputt. Rollstuhlman, ich will telefonieren. Ich will nach Hause telefonieren. Jetzt steht er auf. Nee, doch nicht. Das ist verarschen. Mach die Port auf. Mach der scheiß Port auf. Was hat denn? Oh nein. Oh, nicht so. Oh. Die können mir aufstehen, die haben keinen Kopf mehr. Soll ich denn jetzt mit dem scheiß Rollstuhl da hoch oder was? Boah, voll die Ausnutzung von Behinderten. Ich werde erschreckt. Warte, ich muss mal kurz vorher mein... So. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ich wollte einfach machen. Das sieht irgendwie dumm aus, das Geld. Ups. Ach, schon damit der Taschenlampe relativ geil, weil die fast nie leer geht. Was hat denn? Wo die Störung, ey. Oh. Ihr wolltet ja unbedingt haben, das Spiel, ne? Ihr wollt es unbedingt haben. Zumindest die Horrorfans. Weil die das gerne mögen. Hui, ich bin Regalman. Ich hab Regal getötet. Hä? Jetzt kommt da wahrscheinlich so ein komischer Opa wieder. Dr. Man! Maybe I wasn't clear enough when I said that you and I were alone here. What I really should have said was that you and I are the only ones. Kannst du ihn irgendwie kaputt machen oder so? Oh, ich hab da gerade aufgesammelt. Ich bin wieder gesund. So, eigentlich will ich gerade gar nicht, dass die offen sind. Ja, jetzt kommen die wahrscheinlich schon entlang. Ich muss schon halb kotzen. Sperre ich die jetzt erstmal mit der Axt weg. Du hast die Hand gebrochen. Ja gut, die Zombies sind jetzt nicht so schwer zu besiegen, weil die irgendwie... Das sind aber Zombies, ja. Was denn sonst? Weil man die relativ leicht mit der Axt kloppen kann. Achso, das ist gar nicht die Taschenlampe, das war einfach nur das abspackende Licht. Also das Spiel ist nichts für Epileptiker. Ist das jetzt wieder so, dass die dumme Kuh vorbei latscht? Nö. Nö, da passiert einfach gar nichts. Also ich finde es auch cool, dass die Schockmomente nicht immer so zweimal hintereinander... Oh, Timer abgelaufen, wieso ist das so laut? Die Schockmomente nicht immer so zehnmal hintereinander machen. Kam ich nicht von da? Doch, davon kam ich.
Ja, weil das sonst lame wäre. Ach, deswegen kam da noch niemand, weil die Kreisstür war. Da war schon wieder die Japano-Frau. Gut, ich würde sagen, mit dem Gang beenden wir den Part. Der ist ja nicht so lang. Und ich sag dann, tschüss, bis zum nächsten Part. Bye. Horror, Spaß und Zombies. Tschüss. Und hoffentlich sieht man die Webcam, sonst muss ich kotzen. Weg.